Kinder, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir als Kindergarten haben uns ein paar Gedanken gemacht, damit wir auch alle noch fit bleiben. Und dazu möchte ich euch einmal mitnehmen. Natürlich ziehen wir dazu einmal die Jacke aus. Die brauchen wir nicht, wird nämlich gleich warm. So, und ich nehme euch jetzt mal mit auf den Weg zum Kindergarten. Wir stellen uns das jetzt mal vor. Und ich nehme euch heute auf einen ganz speziellen Weg mit. Nicht auf einen einfachen, so wie wir es kennen, mit dem Auto, sondern wir laufen heute mal. Und dann habe ich euch was vorbereitet, das hier eine ganz, ganz schmale Brücke ist. Ich habe jetzt hier in dem Fall ein Seil genommen, ganz normales Seil. Man kann ein Springseil nehmen, man kann einen Faden nehmen. Der ist aber noch dünner, dann wird es noch schwieriger. So, aber ich nehme einfach mal das Seil. Und dann können wir mal probieren, ob wir über diese Brücke, ob wir das schaffen, darüber zu laufen. So, wird natürlich schwierig, man muss sich konzentrieren. Ja, die Beine, die Arme schön weit aus am besten. Und geschafft. So, gar nicht so schwer. Für die es vielleicht nochmal möchten, wo die Mama vielleicht nochmal Unterstützung geben kann, oder der Papa, kann man es vielleicht nochmal zurück machen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir ja die Brücke geschafft. Und jetzt nehmen wir mal das Fahrrad. So, wir können ja aktuell kein Fahrrad fahren, auch nicht zu Hause. Deswegen haben wir jetzt einmal mal ein Fahrrad, was hier jetzt einmal ist. Und dann können wir einfach mal trampeln. So, den Berg hoch. Dann können wir uns mal ein bisschen weiter zurücklegen. Und wieder runter, nach vorne. Und dann können wir mal einen Gang wechseln, ein bisschen schneller. Noch schneller. Ganz schnell. Das ist für mich auch anstrengend. So. Und wieder langsamer, ganz langsam und vielleicht mal drehen dabei und jetzt hier hinfahren mit dem Fahrrad wieder ganz schnell und noch schneller. So und absteigen. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt sehe ich aber noch. Jetzt liegt hier noch ein Blatt Papier und das ist jetzt einfach mal die Pfütze, die auf den Weg kommt. Manchmal regnet es, dann sammeln sich Pfützen unterwegs auf dem Weg und da können wir jetzt einfach mal rüberspringen. Wir stellen uns jetzt davor, nehmen ein Blatt Papier oder ein Kissen oder ein, was man zu Hause hat, ein größeres Kissen, ein kleineres Kissen und dann können wir einfach mal rüberspringen und wieder zurück zur Seite, dann von hier nach drüben springen. Am besten nicht das Papier berühren, wie ich es jetzt getan habe. Oder wir haben Gummistiefel an, dann können wir auch mal reinspringen. Und dann können wir es mal probieren, dass wir auf einem Bein stehen. Ist natürlich schwer nach dem Fahrradfahren. Jetzt können wir mal das Bein wechseln. Vielleicht nochmal wechseln. Okay, und rausspringen. So. Warm bin ich, angekommen sind wir und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit den drei kleinen Übungen, mit dem Seil, mit dem Fahrradfahren und jetzt nochmal mit der Pfütze, wo wir rüberspringen können. Natürlich kann man jetzt auch nochmal Beine schließen und einfach mal nach oben springen, auch ein bisschen schneller. So. Ja, und dann ist man einmal schon warm. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir werden uns sehen. Bis bald.